Hallo Leute, seit mehr als 10 Jahren schon hat Facebook unser Leben so richtig verändert. Wir liken, sharen und starren von früh bis spät auf unsere Timeline oder eingehende Messages. Allerdings machen wir viele Dinge auf Facebook lieber im Geheimen, wenn uns keiner dabei zusieht, nicht wahr? Dinge, die besser im Verborgenen bleiben zum Beispiel. Du hast gerade eine Beziehung beendet und siehst dir das Facebook-Profil des Ex-Partners an und schaust, ob er schon seinen Beziehungsstatus geändert hat. Keine Sorge, du bist hier nicht alleine. Doch leider bleibt es dabei nicht. Es gibt viele für unseren Freundeskreis geheime Facebook-Aktivitäten, die du machst, aber eigentlich tabu sind. Deswegen folgt in diesem Video eine kuriose und auch lustige Ansammlung von Dingen, die wir fast täglich so auf Facebook treiben, doch niemals zugeben würden und deswegen tabu sind. Egal ob verflossene Liebe oder romantische Neueroberung, das Checken des Facebook-Profils des zukünftigen oder des verflossenen Partners ist mittlerweile gängiger als das über Jahre hinweg etablierte Googlen. Das Problem des beschränkten Zugangs, immerhin sind wir nicht mehr oder noch nicht mit dieser Person befreundet, ist natürlich ein Hindernis. Aber das Vergrößern des Profilfotos und des Titelbildes ist schon drinnen. Außerdem könnte jemand aus Versehen mal einen Status auf öffentlich geschalten haben. Natürlich legen wir das Tatmotiv des Profilchecks nicht nur in Sachen Liebe an den Tag. Das regelmäßige Ansehen von verschiedenen Facebook-Profilen, ohne jemals eine Freundschaftsanfrage zu verschicken, ist alltäglich. Leugne es nicht. Dazu zählen wir auch die verschiedensten Suchanfragen. Immerhin könnte es ja sein, dass sich jemand auf Facebook anders nennt als im richtigen Leben. Diese Optionen gehören natürlich auch überprüft. Jemand eurer Watchlist postet ein Foto. Gut, dafür ist Facebook da. Aber fast ebenso interessant ist es doch, wer denn das Foto mit "Gefällt mir" markiert. Schon beim Daumen nach oben kann man feststellen, wer im Moment wem besonders nahe steht. Von den Diskussionen, wenn auf den Fotos andere Menschen markiert werden, sprechen wir noch gar nicht mal. Wie gut, dass Facebook nicht Snapchat ist. Während bei Snaps der Ersteller darüber informiert wird, wenn ein Screenshot gemacht wird, ist Facebook im Vergleich dazu ein Schlachtfeld. Schon mal einen Screenshot von einem Foto gemacht, um ihn dann in einem WhatsApp-Chat zu diskutieren? Ihr seid damit wohl nicht alleine. Bei all der Befriedigung der persönlichen Neugier steht vor allem eines im Mittelpunkt. Keine Spuren hinterlassen. Es wird penibel darauf geachtet, nicht unabsichtlich eine Freundschaftsanfrage zu versenden, wenn wir nur ein Profilbild anklicken wollen. Und natürlich ist es wichtig, dass unser Daumen keine unabsichtlichen Gefällt mirs verteilt. Es kann natürlich auch passieren, dass du unabsichtlich jemanden likest, wenn du nur zufällig mal ein Bild angeklickt hast. Blöd wird's, wenn dies ein unbeliebter Kollege ist. Also Leute, vergesst bitte nicht, das Video auf Facebook und Twitter zu teilen und unseren Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.